Und derjenige, der sich bemüht, aber durch Worte oder Taten, die Zufriedenheit der Menschen zu gewinnen, während er Allahs Zorn erregt, aufgrund der Taten und der Worte, die er spricht, Allah wird mit ihnen zornig sein und wird dafür sorgen, dass auch die Menschen mit ihnen zornig sein werden. Wallahi, wie viele Menschen kennen wir aus der Jahiliya, die in der Jahiliya so waren miteinander. Im Haram waren die so miteinander, die besten Brüder, Bruderherz, Bruder dies, Bruder jenes. Wo sind die heute? Größten Feinde gegeneinander. Größten Feinde, wallahi, warum? Weil Haram verbindet nicht. Haram verbindet nur für eine gewisse Zeit. Doch wenn du den Zorn Allahs auf dich ziehst, wird Allah dafür sorgen, dass auch die Menschen dich hassen und verabscheuen und über dich schlecht reden und dich erniedrigen und Dinge tun und Dinge sagen, die dein Leben zerstören werden. Deshalb, bemühe dich, die Zufriedenheit Allahs zu gewinnen. Bemühe dich, die Beziehung zwischen dir und Allah zu verbessern und wiederherzustellen, wenn sie unterbrochen wurde, auf dass Allah azawajal die Beziehung zwischen dir und den Menschen korrigiert und wiederherstellt. Das ist der einzige Weg, mein geehrter Bruder.